Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome Medieval 2 Total War. So, die heutige Folge wird ein bisschen kürzer, weil ich früher weg muss, aber nichtsdestotrotz hält es uns hier von der Schlacht ab. Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Haha. Schlachtkarte austragen. Das ist ihr Untergang. Dürfen die Portugiesen jetzt schön zuschauen. Ist ja eine bescheuerte Karte hier. Das sieht schon besser aus. Ja gut, ich kann damit leben. Geht noch. Hier komme ich schnell rauf. Bin ich am höchsten Punkt. Kavallerie habe ich auch noch zur Genüge. So. So, sämtliche Kavallerien ticken zurück. General hier rüber. So, da stehen die. Die stehen aber in einer äußerst ungünstigen Position. So, das ist ja mal echt krass, was die KI jetzt gerade macht. Nutzen wir den Vorteil, machen uns breit. Kesseln wir so ein bisschen ein. Gut, dafür haben sie noch einen Teil des Waldes, müssen wir ihn auch wieder lassen. Aber ich komme jetzt von oben runter, da haben sie keine Chance. Eigentlich. Also ich wüsste nicht, warum sie das da so machen, aber na gut. Lassen wir sie doch. Bogenschützen, Bauernbogenschützen. So, weiter vor. Hier auch nochmal. Nee, wir lassen es mit dem Feuer sein. So, schicken wir dich darauf. Ich hier rüber. So, euch schicken wir hier rüber. Noch mal bereit hier. So, schnell runter hier. So. Schwer charge die Flanke rein. Ja, da hinten ist ein bisschen Sperrmiliz. So, und ihr charge jetzt hier hinten rein. So. Mal mit dir. Super, der flieht. Ist der Sieg unser. Jetzt mach den nochmal fertig hier. Ja, Sieg scheint sicher. Ist das super. Vernichtet ihn jetzt hier. So. Jetzt mal den schnell fertig hier. Hier. Super, der General ist gefallen. Ich verstehe auch nicht, was die Spanier jetzt hier in Großbritannien wollten. So. Jag mal die da drüben bitte. Schaffst du mal die hier und du auch die hier. Ja, der General ist gleich fertig. Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. So, schnapp ich mir die jetzt da drüben noch. Perfekt. So, ich schnapp jetzt alle Leute hier. So, Bauernbogenschützen, Schießstände. Super. 600 Leute haben wir noch bekommen können. Die feindliche Armee fliegt. Wir müssen sie verfolgen und zur Strecke bringen.
Aber so viele mitnehmen wie nur möglich. Perfekt, macht die gut so. Dann hier drüben wieder. 730, das ist ein super Wert. Da können wir die Schlacht auch verlassen. 96% haben wir vernichtet, das reicht aus. Alle zivilisierten Völker werden beeindruckt sein von dem Sieg, den wir heute errungen haben. Oh, nur 219 getötet und 47 gefangen genommen. Das ist doch eine akzeptable Zahl. Gucken wir mal, wie viel Geld wir rauspressen können. Gar kein Geld. Okay. Sie haben nichts Besseres als den Tod verdient. Ich bin nur ein Soldat. Euer Wille geschehe. So, grauenhaft. Wir wünschen euch den Tod, Heide. Dann tut das ruhig. Mich stört das nicht. Wie lautet euer Befehl? So, wir können jetzt nächste Runde losmarschieren. Ich bin weder euer Freund noch Feind, Majestät. Aber die portugiesische Armee auch hier ist wieder machbar. Ich bin nur ein Soldat. Sie eigentlich auch. Sprecht mit unseren Repräsentanten. Das ist eigentlich kein Problem. Sie war weit ausgedehnt hier. Bordeaux haben sie noch eingenommen. Pamplona. Lissabon haben sie, was ist das hier? Kann ich nicht auswählen, gut. Spanische Hauptstadt. Naja. Oh, die habt euch aber auch gut ausgedehnt. Ihr habt schon Bären. Oh, nicht schlecht. Wollen wir die Runde beenden. Ich glaube nicht, dass die Portugiesen mir jetzt den Krieg erklären. Wir haben es auch nicht gemacht. Wäre auch schwachsinnig für die, mit dem Krieg zu führen. Also, die Armeen werden verschenkt. Ah, Konstantinopel sehe ich jetzt wegen dem Dschihad. Wahrscheinlich. Wenn ihr uns loswerden wollt, greift an oder lasst mich in Ruhe. Ja! Ja, mein Herr! Greifen an! So, vertrieben. Bereit machen zum Entern und Angreifen, Männer! Heute können wir nicht weiter. Die ziehen wahrscheinlich ab. Wir werden niemals aufgeben! Die marschieren wir hier rüber. Vergesst die Höflichkeit, Männer! Wir zeigen keine Gnade! So, wir können mal neue Einheiten rekrutieren, oder? Wir könnten das tun, aber wir machen es nicht. Natürlich nicht. Aber wir haben mal einen Exerzierplatz rekrutieren hier. Also bauen. So, hoher Steuersatz. Aufbruch ist noch relativ hoch hier. Uns auch finanziell schon gut entlasten eigentlich. So. Neues Familienmitglied, natürlicher Todesfall. Bericht. Gut, nächste Runde nehmen wir das Dorf hier ein. Dann können wir schon mal die Runde beenden. Oh, wir haben einen spanischen Soldatentrupp. Ah, jetzt erklären wir die Portugiesen doch den Krieg. Ich habe nur darauf gewartet. Unser Feind beginnt eine Belagerung. Ich habe, wie gesagt, nur darauf gewartet. Reden ist Silber. Kämpfen ist Gold. Naja, dann kann ich danach wenigstens endlich angreifen. Mein König, wenn ich sie angreife. Rücke vor, mein König! Nur Kavallerie, Panzerritter. Also im Angriff können die nicht führen. Wie viel Runden habe ich Zeit? 7 Stück. Das sollte reichen. Euer Wille geschieht. Wir marschieren. Wir wünschen euch den Tod, Heide. Edler Feind. Heide ist was anderes. So. Wohin geht es? Ja, mein Herr. Greifen an. Super. Mein Herr, wir haben gewonnen. Ja. Perfekt. Und hier ein Spion. Wäre keine schlechte Sache eigentlich. Ich suche den ehrlichen Kampf, mein Feind. Wer bist du hier? José Yanes. Gut. Beenden wir die Runde. Nächste Runde greifen wir an.
Zack auf Portugal. So. Wie lautet euer Befehl? Vergesst die Höflichkeit, Männer! Wir zeigen keine Gnade! So, 1:1 fällt es eigentlich. Als den Tod verdient. Und ich denke, unsere Kavallerie sind bald so gefährlich. Finde ich super. Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Viele Bauern Armbrustschützen, das ist schlecht. Auch an Bogenschützen haben sie auch einige. Sperrmiliz, ein bisschen Kavallerie. Hm. 12:16, das wird interessant. Ich muss die Woche irgendwann wieder fortbilden hier. Vergesst die Höflichkeit, gut, Männer! Wir zeigen keine Fragen wir mal die Schlacht aus hier. Zeigt den Feinden unseres Volkes keine... Wollen wir unseren Feind mal ausradieren? Also das Wetter ist nicht gut für feindliche Einheiten. Das ist super. Also für Fernkämpfer. Wahrscheinlich steht er jetzt hier oben. So kann ich das von Rum 1. So. Okay, so. Komm ich dann dahinter? So. Okay, gut. Da drüben sind sie. Dann können wir uns die Zeit lassen. Spur vor. So, da schicken wir hier rüber. Ups, nein, ich wollte eigentlich alle haben. Ein Feuerfeuer können wir trotzdem noch benutzen. Lustig. Da will ich die Einheiten jetzt hier auch nicht unnötig irgendwie schöpfen. Was haben wir denn da drüben? Die spanischen Reiter. Da steht jemand drin hier. Ja, Baumbogenschützen. So, jetzt kommt die Kavallerie auch zum Einsatz. Jetzt müssen wir uns mich um die Armbrustschütze hier drüben kümmern. Wo sind die Reiter hier hin? Nein, gut. Mal kurz Pause. Drüben ist die feindliche Infanterie. Dann greifen die mal an. Können wir jetzt schön einkesseln, das ist ja der Vorteil. Da arbeiten wir in der Nähe. Kann ich mal um die Armbrust schützen hier drüben. Die hier. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir so den Feind. Schnappst du mal hier die Panzerritter? Sieg ist so gut wie sicher. Super, feine Sache. Jetzt ziehen wir schnell von hinten rein. Wie sieht's mit der Kavallerie aus? Die leistet gute Arbeit, oder? Ja, macht sie. Sieg ist so gut wie sicher. Super. Auch gleich. Ja, die flieht. So, die Kavallerie drüben ist jetzt soweit. So, schnappt ihr euch mal hier bitte. Ja,
Nahkampf gegen feindlichen Panzerritter, okay. Dann haben wir nochmal Bauernbogenschützen. Hier haben wir Bauernbogenschützen. Sperrmediz. Greifst du mal hier drüben an. Schnappst du mal die Sperrmediz hier drüben. Sieg scheint sicher. Armbrustschützen. So, jetzt müssen wir noch hier so unterstützen. So, kommt mal hier mit rüber, bitte. Erstmal so ein Chaos hier in den Waldschlachten. Ah, da seid ihr. Super. Ich habe nur auf euch gewartet. Ich glaube, die Armbrustschützen hätten mehr Schaden gemacht, wenn sie da nicht richtig gekämpft hätten. Der Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Super. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen etwas unternehmen. Die Armbrustschützen da drüben bitte an. Der feindliche General, dieser Feigling, flieht. Kämpft. So, schnappt ihn euch mal bitte. Den Kampfgeist seiner Armee. So. Jetzt greift ihr mal hier bitte an. Hier, schnappt euch mal ein Trupp hier drüben bitte. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen sofort handeln. Okay. Mächtiger Herr im Himmel. Wir haben den feindlichen General gefangen. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich muss mir Sorgen machen. Wir haben Stadtmiliz. Ich halte mir jetzt auch mal schnell aus hier. Ja, so eine Waldschlacht ist immer riesengroßes Chaos, ey. Das ist immer heftig. Aber wir schaffen es ja. So, wer schießt jetzt eigentlich mal auf die Männer? Ach, spanische Reiter sind hier noch. Kann ich die hier übersehen? Ja, spanische Ritter meine ich. Sind schon was Besseres, die Männer hier. Jetzt auch noch ausschalten, bitte. Ja, der flieht. Super. So, jetzt brauche ich die Kavallerie. Den General brauche ich auch nochmal. Das kommt schnell her hier. So, von den Portugiesen bleibt auch nichts mehr übrig. Okay, Schildron. Schildron, was ist da hinten jetzt hier? Ein Trupp. Hat sich wieder einer gesammelt. Attacke. So. Die spanischen Ritter fliehen wieder. So, was sind sie weg? Jetzt können wir schnell wieder auflösen. So, ich schicke mal hier rüber. Oh, ein Schild drin, ja. So, jetzt beschießt ja bitte schön hier. Da spare ich mir das Neffel. Ich habe nicht meine Kavallerie. 1002 Mann haben wir gefangen. Wir
noch ein wenig Verluste beim Schildron. Das Blut spritzt trotzdem. So, jetzt verstecken sie sich dort. Super. So, die Highlander. Die sind gleich da. So, spätestens dann, wenn sie da sind, dann hauen wir hier ab. Oh, was sind die K.O., ey. Der Feind davon. So, jetzt schnappen wir uns hier nochmal schnell. Da müssen wir noch unsere Einheit nebenbei fortbilden. What the fuck? Hat er schon Golderfahrung? Ja, wirklich, ey. Boah. Heftig. Heftig, heftig. Das macht ja schon ultra stark, die Einheiten hier. Man ist schon eine gute Armee geworden. Mittlerweile kann schon ganz gut kämpfen. Ich schnapp uns jetzt auch nochmal alle hier. Das 1360, ist doch super. Wie ihn nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. 1300 gefangen, Alter. Boah, cool. Die werde ich auf jeden Fall töten lassen. Aber die sind schon tot. Ein überwältigender Sieg, das lehrt sie das Fürchten. Euer Wille geschehe. Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes. Müsst jetzt euch immer Panzerreiter verloren. Ein überwältigender Sieg. Ich jetzt nach Edinburgh, dann müssen wir einen nachrekrutieren. Lager aufschlagen. Hey. Das ist zu teuer. Das ist halt das einzige Problem. Geht leider nicht, aber einer reicht erstmal. Schon mal gleich Support für hier. Wir werden niemals aufgeben! Lager aufschlagen! Haben wir hier einen Bogen? Wir haben nicht, also unsere Bogenschützen können wir halt nicht nachrekrutieren, das ist ein Problem. Müssen wir noch einen Bogen bauen hier? Bauen Bogenschützen? Hm. So, kurz die Gebäudekartei an. Stelle, bla 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 bla. Wie ist das hier? Da, Schießstände, so. Okay, einen Übungsplatz brauchen wir. Schützenplatz gibt uns die Highlander Adelsbogenschützen. Oh, die sind gar nicht mal so schlecht. Da kommt es ja relativ gut und praktisch. Gut. Dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich an der Stelle von euch. Wir hatten heute eine Menge erlebt. Wohin geht es? Bereit machen zum Entern und Angreifen, Männer! Mein König, der Tag gehört uns! Wie ihr wünscht, Kapitän.